Hallo ihr Lieben, hier mal ein Fortschrittsvideo von Josephine Wall, Flight of the Lynx. Bis gleich! So, hier sind wir wieder. Ich wollte euch einmal zeigen, wie weit ich mit Josephine Wall, Flight of the Lynx bisher bin. Ich sage euch gleich, es ist nicht weit. Es ist wirklich sehr, 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 in Anführungszeichen, groß, komplex und konfettilastig, aber es ist ein wunderschönes Bild. So, wie ihr seht, ich habe hier schon überall Washi-Tape am Rand gemacht und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie, was, wo ich gemacht habe. Und zwar, mein Hund fiebt hier. Ihr hört ihn. Es tut mir leid, aber es ist halt nun mal so. So, das war der erste Abschnitt, den ich gemacht habe. Und ich hoffe, ihr seht es. Es glitzert total. Seht ihr das, wie das glitzert und leuchtet, wenn man es nur so ein bisschen bewegt? Es ist einfach ein wunderschönes, geiles Bild. Es sind so schöne Schattierungen und Farbabstufungen dabei. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, danach kam Abschnitt 2. Den habe ich etwas breiter gemacht. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das aber auch nicht genau abgemessen. So, das ist das hier. Ja, das ist auf jeden Fall hier. Ihr seht es. Hier ist der Strich. Da habe ich das eingeschnitten. Abschnitt Nummer 2. Und ja, auch hier, es glitzert und funkelt, man bewegt es und ach, das sind so herrliche, tolle Steinchen, das ist einfach Wahnsinn. Und ja, das ist hier jetzt gerade wirklich sehr blaulastig, aber glaubt mir, das sind bestimmt 20 verschiedene Blautöne, es ist Wahnsinn. Kann ich nicht wirklich erklären, das muss man halt selber einfach mal sehen und gemacht haben. So, jetzt muss ich ein bisschen mal hier rüber. So, dann habe ich Abschnitt Nummer 3 gemacht. Also, es ist wirklich echt noch nicht viel, wozu ich bisher gekommen bin. Aber, ja, es kostet viel Zeit, ich gehe arbeiten, das wisst ihr. Seht ihr das? Ist das nicht herrlich? Wie das funkelt und glitzert. Ich hoffe, dass die Kamera das einigermaßen einfangen kann und ihr da auch ein bisschen was mitbekommt. Ja, das sind jetzt auf jeden Fall die ersten 3 Abschnitte und ihr seht, es ist wirklich alles ganz, 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 ganz viel blau. Und ich mache hier wieder zu. Ich möchte das irgendwie immer noch ein bisschen zu haben. Wollt ihr jetzt mit euch einfach mal den vierten Abschnitt anschauen und auch vielleicht schon mit euch etwas beginnen. So. Ui, meine Magnete. So, einmal. Zack, zack. Oi. Also, ihr seht genau das, was ich auch sehe. Es ist ganz, ganz wenig an Blau und extrem viel Konfetti. Wirklich extremst viel. Also, ach du lieber Gott. Na gut, aber es ist jetzt auch mal was anderes mit den ganzen Blautönen, die jetzt nicht mehr sind. Ist ja auch mal eine Abwechslung, ne? Ist ja auch mal was Nettes. Ich weiß nicht, ob... Also ich habe euch bei diesem Bild noch nicht mitgenommen zu einem Paint With Me. Ich mache das dann immer so, dass ich mir gewisse... Ich nehme jetzt einfach den Koffer und dann suche ich mir da schon mal ein paar Zeichen raus, die ich hier sehe und die mache ich dann. Also, es ist schwer zu erklären.
Ich habe ja hier den 48er, den tue ich aber jetzt erstmal auf die Seite. So, ich nehme euch jetzt, damit ihr das ein bisschen seht, ein Stückchen näher ran. Also bis weiter weg. Bis gleich. So, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich zum Pendeln verwende. Einmal hier, die dabei war von Diamond Painting, die Pinzette. Das ist das. Dann habe ich hier noch, falls ich mal was falsch setze oder ich da noch ein bisschen was tun muss, eine spitze Pinzette, die andere ist ja sehr breit hier vorne. Das lässt sich aber wirklich sehr, sehr gut damit pendeln, muss man wirklich sagen. Und ich nehme den ganz normalen Stift, um die Lücken aufzufüllen. Dann nehme ich immer noch diesen hier, um ein bisschen zu korrigieren. Was ich gar nicht mache, ist hier mit Aufsetzen bei diesem Bild. Ich kann nicht erklären, wieso, aber mache ich einfach nicht. Und wie gesagt, die gebogene Spitze von diesen. So, das sind erstmal die ich verwende. Und dann verwende ich hier diese ganzen Herzschiffchen. Und ein, zwei andere größere Schiffchen, die ich auch verwende. So, einfach nur mal jetzt dazu. Genau. So. Ich nehme dann immer erstmal zum Beispiel diesen Koffer hier von Fansales, wo ich da erstanden habe. Und gucke da immer so, was habe ich denn hier? Und was ist denn hier drin? Und suche mir dann immer so ein paar Zeichen raus. So. Und das ist jetzt ein bisschen wirklich in Anführungszeichen doof, weil ich auf die Schnelle jetzt auch wirklich nicht viel erkennen kann. So. Was auf jeden Fall dabei ist. Und hier die zwei Füßchen sind dabei, sehe ich hier oben. Dann sehe ich das WLAN-Zeichen. Das habe ich gesehen, auch wenn nicht viel, aber ich habe es gesehen. Dann sehe ich hier einmal dies. Sieht man hier. Genau. Dann sehe ich dieses Zeichen. Also ich nehme einfach immer ein paar. Ne? Ein paar, meistens dann immer aus einem Abschnitt, wie hier jetzt zum Beispiel den Fansales-Koffer. Was aber auch nicht immer so funktioniert und ich dann doch auch immer auf den anderen mit zugreife. Das hier sehe ich, diesen Pfeil. Und jetzt lege ich den mal auf die Seite, weil ich jetzt tatsächlich einmal den anderen Koffer nehme, weil da glaube ich mehr Farben öfter zu finden sind als jetzt in dem anderen. So, einmal habe ich hier Feuer, dann habe ich Pac-Man nach oben guckend. Dann habe ich, oh, seht ihr, es wird kompliziert, weil es sind ja nun mal auch 165 Farben. Und bei 165 Farben muss man viel, viel gucken, was denn was ist. So, das habe ich, die Frage, damit ihr euch nicht langweilt, ob ich vielleicht erstmal, davon habe ich auch viel, hier das Einbahnzeichen ist auch viel. So, dann lassen wir das mal, jetzt haben wir davon drei, davon ein paar mehr und nehmen dann
Plätzchen, das habe ich auch viel noch dazu. Und ich glaube, jetzt lassen wir es. Jetzt fangen wir einfach damit an. Ich suche das Schiff noch. Ich hoffe, ihr hört mich. Das Schiff, 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 da habe ich es. Das Schiff und das komische Zeichen hier. So, die nehme ich jetzt. Und genau damit fangen wir jetzt einfach an. So. Ja, ich habe schon lange kein Video mehr gedreht. Das habt ihr mit Sicherheit mitbekommen. Das hat einfach einen Grund, dass ich momentan, oh ja, irgendwie so eine depressive Phase habe. Ich kann es nicht erklären. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht hängt das mit der Arbeit zusammen. Ich weiß es einfach nicht. Ich nehme euch jetzt erstmal wieder ein Stückchen runter, damit ihr ein bisschen besser seht. So, habe ich jetzt erstmal gemacht. Ich fange jetzt einfach an mit, was fange ich denn an? Ich fange jetzt mal mitten im Bild an und nehme hier dieses komische Einbahnstraßenzeichen oder was. So. Also, ich persönlich mache es dann so. Ich stelle das hier drauf, mache ein paar Steinchen ins Schiffchen so, ne? Bla bla bla. Macht man halt so und fange dann an. Und solange ich nichts auffüllen muss, benutze ich die Pinzette. In dem Fall nehme ich auch immer mehr als ein Steinchen, wenn es denn klappt. Und ja, pente dann. Ich finde tatsächlich, dass mit der Pinzette kann man sehr schön gerade die Steinchen setzen. Ist nicht jedermanns Sache, weiß ich. War es am Anfang auch nicht meine, aber bei quadratischen Steinchen habe ich jetzt mittlerweile gelernt, damit gut umzugehen. Damit, ja. Ich das euch auch mal zeigen kann. So, wie es mit quadratischen Steinen ist. Könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr mit Pinzette eher arbeitet oder lieber mit Stift. Oder ob ihr auch beides macht, so wie ich. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja, was ich auf jeden Fall vorhabe, ist euch noch immer so ein bisschen mitnehmen bei dem Bild im Schnelldurchlauf und dann lade ich das Video einfach hoch. Und ich kann euch sagen, das Bild macht wirklich unheimlich Spaß. Aber zurück zu meiner depressiven Phase. Ich bin, das habe ich euch ja schon mal gesagt, in der Gastronomie. Ist ja auch alles eigentlich soweit in Ordnung. Gastro ist kein einfacher Job. Einige wissen das, die es selber gemacht haben oder machen. Aber ja, sagen wir es mal so, irgendwie muss man sein Geld verdienen. Ich hatte es mir damals ausgesucht vor 4 Jahren. Ich bin da jetzt mittlerweile 4 Jahre in diesem Unternehmen und war davor in einem anderen. Allerdings hat das dann zugemacht und dann bin ich halt zu einem anderen. Genau. Ja, da momentan wir Sommer haben, es Urlaubszeit ist und so weiter, haben wir einiges an, in Anführungszeichen, Fremdarbeitern bei uns, tatsächlich auch aus einem anderen Land. Und da das dann in dem Fall so ist, dass die nur, wenn es hochkommt, dann Englisch sprechen, der ein oder andere noch nicht einmal das, ist das noch anstrengender geworden. Vor allem können die ja nichts. Die haben ja vorher da noch nicht gearbeitet.
Man muss sie irgendwie da noch eingliedern und. Auf jeden Fall geht das Ganze jetzt schon über 1,5 Monate. Und dadurch, dass eben Urlaubszeit ist im Sommer, arbeite ich gerade mehr, als ich vertraglich eigentlich sollte. Mich macht das Ganze tatsächlich ein bisschen fertig, weil ich natürlich am Anfang schlimmer als jetzt, also mittlerweile in Anführungszeichen, kann der ein oder andere ja auch ein bisschen was. Ups, hat man ja auch noch für die mitgearbeitet und oh Leute, ehrlich, ne? Total anstrengend, wirklich total anstrengend. Ja, und och Mann, jetzt fliegen mir die ganze Zeit die Steinchen weg. Muss ich nachher suchen gehen. Ja, das ist so ein Grund und ja, vielleicht ist ein anderer Grund, dass ich mich gerade echt in meiner eigenen Haut nicht besonders wohl fühle. Vielleicht auch Wetterwechsel. Ich habe ständig Kopfschmerzen. Ständig. Wirklich richtig eklige Kopfschmerzen. Und ich will nicht mehr. Ja, und dadurch Kopfschmerzen, viel Arbeit, bleibt im Haushalt immer so viel liegen. Dann kommt man hier nicht zum Painten, dann kommt man nicht dazu, irgendwie mal ein Video zu drehen, da kommt man nicht dazu, mal was anderes zu tun, weil man ja dann auch immer noch seine Familie hat. Also, och Leute, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und irgendwie fühle ich mich gerade etwas verstimmt in mein Gemüt. Naja, hat man mal, aber geht bei mir jetzt echt schon 3 Wochen. Ja, klingt bescheuert, aber ist so. Macht gerade keinen Spaß mehr alles. Wenn man einfach zu nichts mehr kommt und ja, sein Hobby nicht mehr nachgehen kann und was auch immer. Es ist nicht schön gerade. Wirklich nicht schön. So, ich setze hier jetzt da so einfach mal ein bisschen Steinchen. Will aber jetzt auch nicht zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, ich glaube, ich habe gerade irgendwie moralische Zeit oder was auch immer. Nein, ich möchte keine Tabletten nehmen. Ich nehme so schon genug Tabletten, weil ich ja so, ja, da kennen bestimmt auch einige, ich bin ja so ein migräneanfälliger Mensch. Das habe ich von meiner Mutter vererbt bekommen und ja, da muss ich dann eh immer schon spezielle Tabletten auch nehmen. Ich möchte dann nicht irgendwie noch mehr Medikamente zu mir nehmen. Möchte ich einfach nicht. Deswegen gucke ich, wenn das jetzt noch lange so weitergehen sollte. Ich habe mir jetzt eine Frist von 2 Wochen gesetzt. Dann werde ich definitiv zum Arzt gehen, weil könnte ja irgendwann auch mal gefährlich werden. Fürs eigene Gemüt, ne? Ja. Könnt ihr mir auch gerne mal dazu schreiben. Erstens, mir das fehlt. Jetzt wollte ich Bild und findet gleichzeitig sagen. Wie ihr das Bild bisher findet, ob euch das gefällt und so, das könnt ihr mir gerne auch mal schreiben. Das würde mich interessieren. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice von euch. Und ja, wie gesagt, eure Painting Techniken zu Bildern mit nicht ganz so wenig Farben. Könnt ihr mir gerne auch einmal schreiben.
jetzt lasse ich euch ein bisschen genießen und im Zeitraffer einfach mitlaufen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Und dann melde ich mich am Ende des Videos nochmal. Viel Spaß dabei! Jetzt da so 1, 2, 3, 4, 5. Ich hatte 7 Farben jetzt erstmal grob mit der Pinzette verarbeitet. Und ihr seht auch, es geht nicht schnell voran. Was ihr auch mit Sicherheit gesehen habt, ich habe wieder kurze Nägel. Ich bin echt eine Zeit lang gar nicht zum Painten gekommen. Vor lauter Arbeit und. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal das Video so hochstellen, damit jetzt einfach mein Teil oben ist. Ich muss wirklich tatsächlich schauen, wie ich das schaffe. Zwischenzeitlich habe ich so ein kleines noch fertiggestellt. Weil das Große jedes Mal rausräumen und dann wieder wegräumen oder wieder rausräumen. Wenn man weiß, man hat die Zeit gerade nicht, ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall, ihr seht es, die Zwischenräume mit diesen Farben, die fülle ich jetzt auf. Also ich arbeite manche, ich finde es strukturiert, manche würden sagen unstrukturiert, weil ich das ein oder andere so oder so wieder hier vergessen habe. Aber ich werde die Farben noch ein bisschen auf der Seite stehen haben, also die Zeichen besser gesagt. Und werde das dann, wenn mir etwas auffällt, dann schnell auffüllen. Ja, wie gesagt, das war jetzt hier, da ist noch ein Schiffchen. Der Anfang, wie ich das Ganze mache, der Anfang ist, finde ich, immer das Allerschwerste bei diesen Bildern mit vielen, vielen, vielen Farben.
wie ich die sortiere und so weiter, das habe ich euch alles auch schon erklärt. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit dem Video und ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und so. Das habe ich jetzt und das habe ich, also drei Stück habe ich jetzt schon ein bisschen aufgefüllt, wo ich hingekommen bin und mache das jetzt auch mit dem Rest. Bevor ich dann jetzt eben mit dem nächsten Zeichen starte, dann kommen die nämlich erstmal weg und dann kann ich mich aufs nächste konzentrieren, was ich dann wieder mit Pinzette starte und auffüllen, dann eben wieder mit dem Stift machen werde, weil ja. Irgendwie komme ich mit der Pinzette nur am Anfang klar, aber zum Auffüllen komme ich damit nicht klar. Und ich weiß nicht, wann das liegt. Vielleicht könnt ihr mir ja auch mal einen Tipp geben, wie ich das besser hinkriege, mit der Pinzette zu arbeiten. Ich schaffe auch höchstens, also mit viel, viel, viel Geduld schaffe ich auch mal drei Steinchen in der Reihe, aber ansonsten nur zwei Steinchen schaffe ich. Ja. Vielleicht, wie gesagt, könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich das vielleicht besser hinbekommen kann. So, dieses Steinchen hier hat da Löcher drin. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ich gehe mal ganz, ganz dran. Das sind so zwei Löcher. Seht ihr das? Ja, das werde ich nicht verwenden. Kommt auf die Seite. Ja, also wenn sowas ist, klar, jetzt habe ich schon wieder die Pinzette in der Hand. Obwohl, mit der kriege ich es dann hin, einzeln so die Lücken aufzufüllen. Aber ich schaffe es hier nicht, zum Beispiel, das abzusetzen, wenn da ein Stein daneben ist. Ich weiß auch nicht. Bin da irgendwie so ein kleiner Legastheniker. Bewegungslegastheniker, oder wie ich es nennen möchte. Ja, ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal painte, bis die erste Reihe fertig ist. Und ich die euch dann zeige, wie es denn bisher so aussieht und geworden ist, bevor ich die zweite dann starte. Vielleicht dann mal mit dem richtigen Whip and Chat, wenn ich die Zeit finden sollte. Ja, ist momentan ein bisschen schwierig. Beruflich bin ich etwas sehr eingespannt. Aber wir kriegen das schon gemeinsam hin. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst bitte einen Daumen da, lasst ein Abo da und vor allem lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das Bild bisher schon findet. Und auch, falls ihr Tipps habt, wie ich das mit der Pinzette besser hinbekommen kann, könnt ihr mir bitte gerne auch schreiben. Ich werde das dann ausprobieren und euch dann berichten, wie das dann funktioniert hat. So. Ja, wie gesagt, ich fülle jetzt auf. Und habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bin auch auf Instagram. Kalitra. Entschuldigung. Ich bin auch auf Instagram. Kalitra.kreativ heiße ich da, nicht Kalitra Kreativ. Und werde dort vielleicht auch mal das ein oder andere Fortschrittswäldchen einsetzen und euch so auf den laufenden neuen Stand halten. Jawohl. Also, das war's. Bis bald und habt eine gute Zeit.
Bis zum nächsten Video.